Yo, Bros, und herzlich willkommen zur fünften und vorletzten Folge der Quarantänemeisterschaft hier bei Football for Bros. Und wie bei der letzten Folge ist heute auch wieder Luca Waldschmidt am Start. Servus, Bros. Grüßt euch zur vorletzten Folge vorm Finale. Kaiserwetter im Breisgau. Rasen frisch gemäht, gewässert. Bin bereit. Viel Spaß. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, dass Luca uns mal komplett hops genommen hat. Ich habe sein Filmmaterial analysiert bis zum geht nicht mehr. Wollt wissen, woran lag es denn, dass er uns so komplett zerstört hat? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, sag eindeutig an seinen Locken. Deswegen seht ihr jetzt meine volle Corona-Pracht. Dieses Mal werden wir uns in drei Skill-Challenges battlen. Ich würde sagen, ab zur Erklärung. Skill Battle 1 wird sein, dass wir in 30 Sekunden so oft jonglieren müssen, wie wir können. Technik bleibt jedem selbst überlassen und wenn der Ball runterfällt, muss er mit dem Fuß wieder hochgenommen werden. Recht simple Erklärung, let's go. Schaut das an, gerade vom Nachbarn bekommen, um perfekte Videos zu drehen. Weltklasse. So, Bros, Stativ steht und bereit, 30 Sekunden jonglieren. Ich krieg's hin, ohne dass mir der Ball runterfällt. Boah, Digga, das ist richtig. Break your leg, break your leg. Aber ich sag, mit der Power der Locken wird es was. Also, war jetzt der erste und einzige Versuch. Ich hoffe mal, die anderen haben weniger. Ihr seht hier eingeblendet, wie viele Kontakte ich und jeder andere auch hatte. Ich werde das natürlich am PC zählen. Also hier jetzt irgendwie im Kopf mitzuzählen, ist quasi unmöglich. Einen kleinen Flitzer hatten wir auch. Ich werde mir jetzt die Kontakte gleich anzählen und dann sehen wir uns beim nächsten Bit. Challenge 1 geschafft, jetzt auf den Kopf. Skill Battle 2 ist im Prinzip das gleiche, aber jetzt geht es um die Birne. Wir müssen diesmal mit dem Kopf jonglieren und haben 20 Sekunden dafür Zeit. Keine Ahnung, wer der Erste wird. Vielleicht Loris, der den größten Kopf hat. Ich weiß es ehrlich gesagt. Bleib doch drauf. Was ist das für eine eklige Challenge? Aber okay. Oh, okay, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Also die ersten 10 Sekunden war ich ja mal krank im Flow. Ich dachte so, okay, jetzt hole ich den inneren Ronaldinho aus mir raus. Ich hänge mal im Mittelfeld, keine Ahnung wie gut. Die anderen im Kopf was sind, das ist mega anstrengend. Mit der zweiten Challenge bin ich jetzt nicht gerade zufrieden. Aber letzter dürfte ich nett werden mit, was habe ich, 32 Kopfbälle. Müssten 37 sein. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden, 37. Das war fast in der Sekunde 2 Kopfbälle, also zufrieden und ab zur nächsten Challenge. Aber jetzt, glaube ich, kommt die geilste Challenge. Skill Battle 3 wird ein Bottleflip sein, aber wir stellen eine Flasche auf den Ball, schießen den Ball dann weg, die Flasche dreht sich einmal und muss so auf dem Boden landen. Jeder von uns hat maximal 50 Versuche, der natürlich am wenigsten braucht, der hat die Challenge gewonnen. Bin gespannt. Das wäre es halt gewesen, first try. Aber vielleicht habt ihr schon gesehen, was der Trick bei der Sache ist, den Ball anzuchippen. Erster Versuch der unmöglichen Challenge. Mein erster Versuch, das glaubt mir doch keinen, das glaubt mir doch kein Mensch. Das ist mein erster Versuch. Slightly überdreht. Slightly. Der war jetzt schon wieder schlechter. Schöner Versuch. Oh, der war knapp.
Das war bisher der knappste. Strike. Ja, was denn? Alter. Ich habe keine Ahnung, welcher Versuch das war. Ich meine, es waren unter 10. Vielleicht bin ich ja doch noch im Game. Krank, krank. Freunde, die Flasche, sie steht hier auf. Ey, wenn man das nicht sieht. Ja, das ist Beweis genug. Ja, Versuch 5, Alter. Top das. Wir kommen näher. Männer, die Flasche steht. Die Flasche steht. Weltklasse. Wird mir wahrscheinlich keiner glauben, aber beim ersten Versuch habe ich die dritte Challenge geschafft. Was soll man dazu sagen? Ich hoffe mal, dass die anderen auch nicht so viel Glück haben, dass sie beim ersten Mal direkt einen Bottle Flip geschafft haben. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und nehme ganz entspannt ein. Siegerschluck. Das war die Challenges verliefen ja heute spielend leicht. Ich glaube, ich habe heute nicht schlecht abgeschnitten, aber das habe ich die letzten Male schon gedacht und am Schluss wurde ich letzter. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Vielen Dank natürlich an Luca, Bro, dass du heute wieder dabei warst. Schaut bei ihm auf Instagram vorbei und lasst ein bisschen Bros-Liebe da. Jungs, 3 Battles. Ich bin auf euch gespannt. Wie immer war ich gerne dabei. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, schaut gerne rein. Da war ich auch dabei. Und wenn ich nicht dabei bin, schaut genauso rein. Aber was ganz Wichtiges, Bros, die letzte Folge, die braucht ein bisschen mehr Zeit. Und da haben wir uns nämlich dann auch was Besonderes ausgedacht für das Finale. Falls ihr das Finale der Quarantänemeisterschaft auf keinen Fall verpassen wollt, am Samstag, dem 2.5. abonnieren, Glocke aktivieren. Nach der 6. Folge kommt die Bestrafung für den Verlierer, also wahrscheinlich für mich. Die Haare werden schwarz gefärbt. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.